herzlich willkommen alle zusammen. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind zu meinem Vortrag. Nach der Beschaffung ist vor der Beschaffung. Ganz kurz zu mir und zu der Firma, bei der ich schaffe. Mein Name ist Larissa Fuhrt. Ich bin seit über 10 Jahren in der IT-Branche und seit 8 Jahren im öffentlichen Sektor als Key-Account-Managerin unterwegs und jetzt seit kurzem bei Adnovum als Head of Account Management für den Public-Sektor. Das heißt, alle Ausschreibungen laufen früher oder später über meinen Tisch, bei denen wir anbieten. Adnovum ist ein IT-Dienstleister. Unser Fokus liegt auf Security und Softwareentwicklung. Also genau das, was im Moment angesagt ist. Super, ich würde sagen, dann starten wir. Ich habe eigentlich heute nur ein einziges Ziel und das ist, diese Frage zu beantworten. Was hilft den Anbietern wirklich? Und dafür habe ich eine kleine Reise vorbereitet, die ich jetzt mit Ihnen zusammen angehen möchte. Und zwar beginnt die immer ganz früh morgens, wenn ich aufwache. So gegen 5 liege ich im Bett und als allererstes, was ich mache, sind die SIEMAP-Meldungen angucken. Dann liege ich da und gucke, habe ich was gewonnen oder nicht. Als Vertriebler ist es das Allerwichtigste. Ich will gewinnen, ich will bei den Ausschreibungen, bei denen ich teilnehme, gewinnen. Aber manchmal, dann sehe ich auch so aus wie auf dem Bild, ziemlich schockiert, traurig und auch ein bisschen wütend. Und das passiert immer dann, wenn ich gesehen habe, es ist ein Zuschlag veröffentlicht worden und Adnovum hat den nicht bekommen, obwohl wir teilgenommen haben. Ist für mich der grauenvollste Moment, der Tag ist eigentlich gelaufen. Meine Kollegen, die da hinten sitzen, die wissen es genau, braucht man mich gar nicht ansprechen. Aber es nützt ja alles nichts, das heißt, ich raffe mich auf und gehe in mein Büro. Und dann habe ich eigentlich das Ziel, möglichst schnell einen Termin für ein Debriefing auszumachen. Und was ist da ganz wichtig? Also zuallererst mal muss ich mal wissen, mit wem mache ich den Termin aus? Jetzt gucke ich im SIEMAP-Zuschlag. Ja, wenn man Glück hat, steht ein Kontakt drin. Meistens habe ich kein Glück. Deswegen denke ich, was mache ich jetzt? Vielleicht habe ich ja eine E-Mail bekommen von den Kollegen von der Beschaffungsstelle, in denen vielleicht drinsteht, wo ich mich hinwenden kann. Ist auch manchmal der Fall, aber häufig nicht. Sprich, ich suche wieder die Ausschreibungsunterlagen raus, ich bin da sehr oldschool, habe immer noch meinen fetten Ordner neben mir liegen, wühl drin rum, find den Kontakt, schreib hin und was ist dann wichtig? Zeitnah einen Termin zu bekommen. Warum? Kann ja sein, dass ich mich beschweren will. Ich möchte da jetzt Einspruch, ich will eine Beschwerde einlegen und dann habe ich nur 20 Tage Zeit. Wenn ich schon 15 auf mein Debriefing warte, ja dann gute Nacht, da brauche ich keine Beschwerde mehr irgendwie zu formulieren. Also ganz wichtig, zeitnah den Termin und da bitte ich auch die Beschaffungsstellen, gebt mir auch die Chance, innerhalb von einer Woche einen Termin zu finden. Ich persönlich bin relativ oldschool unterwegs, was das angeht. Ich komme gerne zu euch vor Ort. Warum? Ja, ich trinke auch gerne einen Kaffee und ja, will einfach spüren. Man sieht ja doch oft in der Mimik, in der Gestik, das ein oder andere auf dem Bildschirm, ist es alles nett, aber schwierig. Deswegen scheut euch nicht, wenn ich vor Ort komme. Ich verspreche auch, ich trinke nur einen Kaffee und nicht den ganzen Vorrat leer, gell? Und dann habe ich noch für den Anbieter einen wichtigen Punkt. Geht niemals alleine in das Haifischbecken. Also ich nehme immer mindestens einen, wenn ich 2 Kollegen mit. Einer muss aufschreiben und der andere muss mit mir zuhorchen und entsprechend auch reagieren können. Also daher meine kleine Checkliste. Nicht so schön hier auf den Folien rausgekommen, aber kann man nichts machen. Kontakt suchen, zeitnah den Termin finden, nicht alleine hingehen und wenn möglich vor Ort. So, jetzt habe ich endlich meinen Termin, bin happy, steht bald an. Und Reto hat es vorhin schon gesagt, Vorbereitung. Ich habe dafür den Konfuzius rausgeholt. In allen Dingen hängt der Erfolg von der Vorbereitung ab. Und man muss sagen, das stimmt. Ich bereite mich vor, mein ganzes Team bereitet sich vor. Und das hoffe ich auch wirklich von den beschaffenden Stellen. Dazu habe ich meine kleine Vorbereitungsspicker, denn die Ausschreibung ist in der Regel ewig lang her. Meistens sind es, wenn es gut läuft, 3 Monate, wenn es schlecht läuft, 9, 10. Ich glaube, ein Jahr habe ich noch nicht geschafft, aber irgendwann kommt das auch noch. Das heißt, ich suche mir wirklich raus, was waren damals die Eignungskriterien und vor allem, habe ich das sinnvoll erfüllt? Was waren die Zuschlagskriterien?
welche Referenzen habe ich angegeben. Ich lese mir das nochmal durch, manchmal nehme ich die Unterlagen auch mit, kreuze mir nochmal an, man kann da auch nochmal selbstkritisch sein. Welche Profile habe ich eigentlich angegeben? Und ich reflektiere auch nochmal eine Präsentation, wenn die stattgefunden hat. Das passiert ja nicht mehr so häufig, aber wenn eine Präsentation stattgefunden hat, spreche ich nochmal mit den Beteiligten, hole mir das Feedback ab. Und selbst ich lese das Lösungskonzept. Ich bin überhaupt nicht so tief drin in der IT. Ich habe es zwar studiert, aber ich bin nicht umsonst im Vertrieb gelandet. Wenn ich was programmiere, wird es grauenvoll, aber ich lese trotzdem das Lösungskonzept, weil auch dazu kann eine Frage kommen oder keine Anmerkung kommen, die ich dann im Debriefing aufnehmen muss. Und natürlich, last but not least, Preis. Denn das ist das, wo es am häufigsten dran scheitert. Ich gucke mir nochmal genau an, wie bin ich eigentlich auf den Preis gekommen, den ich angeboten habe. So, jetzt habe ich diese ganze Vorbereitung gemacht und bitte, liebe beschaffende Stellen, machen Sie die auch. Denn ich bin schon in sehr, sehr vielen Gesprächen gesessen und habe sowas gehört. Sie hätten 5 Seiten zur Verfügung gehabt, Sie haben aber nur 3 benutzt. Also ist das irgendwie ein valides Kriterium? Also ich weiß auch nicht, in der Schule war es auch gut erfüllt, wenn ich meine Gedichtsanalyse in 5 Seiten statt 10 geschrieben habe. Hauptsache, ich habe es analysiert. Ja, also heißt, ich kann mit der Aussage, 5 Seiten waren zur Verfügung, 3 benutzt, nichts anfangen. Rein gar nichts, nützt mir überhaupt nichts. Oder ein anderes Beispiel, wir können Ihnen nicht mitteilen, wie Sie preislich lagen. Ach so, warum? Ja, dann kommt oft der Datenschutz, der wird dann vorklaumert. Ich möchte ja gar nicht wissen, was die anderen für einen Preis gehabt haben. Ich möchte nicht wissen, was meine Kollegin angeboten hat. Nee, muss ich nicht wissen. Aber man kann mir schon sagen, lag ich gut oder lag ich meilenweit auseinander. Aber gar keine Aussage zum Preis zu treffen, ist einfach nur traurig. Aber das sind reale Beispiele, die ich alle hier in der Schweiz erlebt habe in den letzten 3,5 Jahren, wo ich hier zu Debriefings gegangen bin. Und dazu muss ich einfach sagen, das ist abgelehnt. Das will ich in gar keinem Debriefing mehr hören. Von überhaupt niemandem. Mir ist es wichtig, dass ich eine Lehre draus ziehen kann, dass ich zu meinem Team zurückgehen kann und sagen kann, hey, das hättet ihr besser machen können. Oder hier, da mit dem Preis, da muss ich zu meinem Chef gehen und sagen, naja, da müssen wir nächstes Mal ein bisschen besser rangehen. Aber ich will nicht nur abkotzen und sagen, was läuft alles schlecht. Ja, das haben wir jetzt genug gemacht, vielleicht machen wir es später nochmal, kann ich nicht. Aber ich habe auch was mitgebracht und zwar ein positives Beispiel. Das ist noch gar nicht so lange her. Ich sage nicht, um welche beschaffene Stelle es sich handelt. Ich sage nur, wir haben verloren, sonst wäre ich nicht beim Debriefing gewesen. Aber zuerst mal wurde uns mitgeteilt, was haben wir denn gut gemacht? Denn wenn man ein Angebot einreicht, das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Bei uns arbeiten mehrere Leute mehrere Wochen daran, dass das perfekt wird. Weil wir wollen wirklich was für Sie abgeben, was super ist, was auf Ihre Bedürfnisse passt und mit dem wir leben können. Also, was war gut? Alle Teilnahmebedingungen erfüllt, check. Alle Eignungskriterien erfüllt, wieder check. Und die technische Spezifikation haben wir auch super erfüllt. So, warum haben wir es jetzt nicht erfüllt? ZK07. Aha, da kommt schon wieder. Was war jetzt ZK07? Oh, da muss ich jetzt meine Unterlage, wenn ich gut vorbereitet bin, habe ich sie, raussuchen, was das war. Und Preiskriterium. Ich habe schon gesagt, meistens verlieren wir, weil der Preis nicht attraktiv genug war. Aber gut, jetzt haben wir mal den Überblick. Das war, so ist man gestartet. Dann sind wir in die Details gegangen. Und zwar mit einer relativ konkreten Bewertung zu meinem Angebot, das Angebot von Adnovum. Man sieht die ganzen Zuschlagskriterien und jetzt gucken wir bei dem blöden ZK7, was ist da passiert. Nachweis vom Maturazeugnis vom Herr XY war nicht ausreichend. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, hey, was ist denn mit Maturazeugnis? Was will die jetzt? Ja, französische Sprache. Es geht um die französische Sprache und den Nachweis dafür, ob der Kollege B1 oder B2 oder was auch immer konnte. In der Regel sagt man, wenn der im Maturazeugnis die und die Note hatte, dann gilt das als Nachweis zur Sprache. Ich sage, in der Regel gilt das. Aber hier bei der ausschreibenden Stelle galt es nicht. Das heißt, mein Herr XY, trotz dass er eigentlich Französisch kann oder zumindest halbwegs,
abgelehnt. Gleich 50 Punkte abgezogen. Ja, sehr nett. Naja, macht ja nichts. Aber es ist eine richtig konkrete Aussage. Ich hätte eine Bieterfrage stellen müssen, das kreide ich mir selbst an, reicht das Maturazeugnis zum Nachweis für das Kriterium aus? Habe ich nicht gestellt, habe ich 50 Punkte verloren. Und wieso hat der Kollege kein anderes Zertifikat gehabt? Müssen wir wohl auch nachher noch mal drüber nachdenken. Und dann sehe ich noch die Preisgleitformel, die Preisberechnung. Ja, 819 war jetzt auch keine Glanzleistung. Aber das sind ganz konkrete Aussagen. Und jetzt, was mir immer am meisten gefällt, ich bin so ein Ranking-Mensch, ich sehe, was war eigentlich mein Platz. Also in dieser Ausschreibung gab es ungefähr 30 Angebote. Ad Novum war auf Rang 17. Und ihr seht, wenn ihr jetzt überlegt habt, die 50 Punkte, die ich durch das Zeugnis verloren habe, rechnet die drauf und ihr seht, hätte trotzdem nicht den Zuschlag erhalten. Denn auf der anderen Seite sind die Kollegen mit den Rängen 1 bis 6, die den Zuschlag bekommen haben. Also hätte es auch nichts genützt. Dann vielleicht ein kleiner Trost, dass ich nicht die Bieterfrage gestellt habe und das mit dem Zeugnis versemmelt habe. Aber der Preis war das Entscheidende. So, das ist ein Debriefing, mit dem kann ich doch was anfangen. Das ist super. Aber jetzt denkt ihr euch ja, okay, jetzt hat die das gehört. Was passiert jetzt? Nach dem Debriefing oder nach der Beschaffung ist vor der Beschaffung. Weil es kommt ja wieder eine Ausschreibung. Wir haben es gerade gehört, wie viele jeden Tag publiziert werden. Und als allererstes machen wir ein kleines Wrap-up, heißt das bei uns. Das heißt, ich trommel das ganze Team zusammen, das an der Ausschreibung teilgenommen hat, und ich spreche erstmal ein Lob aus. Denn Teilnahmebedingungen, Eignungskriterien und die TS, alles erfüllt, habt ihr super Job gemacht. So, und dann geht das mit dem Sprachnachweis in die nächste Runde. Der Kollege, der wird gezwungen, dann nochmal hier einen Mikro-Club-Schulentest zu machen oder ein Zertifikat. Denn beim nächsten Mal, den Kollegen braucht man bestimmt wieder, es war ein Business-Analyst und zwar ein sehr fähiger von uns, der muss das nachmachen, damit ich es fürs nächste Mal habe. So, und dann rechne ich noch ein bisschen hin und her und gucke, welcher Preis hätte vielleicht den Zuschlag erhalten. Das ist etwas mühsam, aber dennoch sehr, sehr wichtig. Denn beim nächsten Mal möchte ich ja auch einer von den 6 Zuschlagsempfängern sein. Das heißt, ich muss mich auch mit dem Preis annähern. Vielleicht habe ich zu viel gewollt. Vielleicht wollte ich einfach einen zu hohen Preis. Und mit der Besprechung oder kann ich sehen, okay, was wäre denn gut gewesen? So. Ich habe gesagt, ich möchte eine Antwort auf die Frage finden, was den Anbietern wirklich hilft. Ich hoffe, ihr habt das jetzt schon gesehen. Und für mich sind das 2 wesentliche Punkte. Und zwar ist es zum einen das detaillierte Feedback. Ich war in einem Gespräch und habe gehört, ihre Referenzen, die waren 0815. Hat mir wirklich jemand gesagt, 0815. Kann ich damit was anfangen? Natürlich nicht. Aber wenn mir jemand sagt, bei der Referenz 3, ja, die Technologien haben sie da nicht 100% ausgeführt, und es hat uns auch gefehlt, dass sie eine Vergleichbarkeit hergestellt haben zu dem Ausschreibungsgegenstand, den wir möchten. Kann ich damit was anfangen? Ich kann es durchlesen und kann sagen, ah ja, hätte ich wirklich noch 3 Technologien mehr erwähnen sollen. Ah ja, hätte ich wirklich noch einen besseren Vergleich schreiben können. Das heißt, gebt mir ein konkretes Feedback, dann kann ich mich auch verbessern. Und als zweites ein Vergleich mit den erfolgreichen Angeboten. Man schaut ja immer auf zu den Leuten, die gewonnen haben. Also machen wir das hier im Kleinen auch. Die anderen Anbieter hatten attraktivere Preise. Das ist ja eine super Aussage. Kann ich auch wieder gar nichts mit anfangen. Aber das sind alles Realbeispiele. Ich habe überhaupt gar nichts erfinden müssen für die Präsentation. Nur die gute Antwort habe ich erfinden müssen. Ihr Angebot lag mit 160 pro Stunde nicht in dem zugeschlagenen Bereich. Der Bereich war von 140 bis 155. Ich weiß jetzt trotzdem nicht, was die Kollegin angeboten hat, die den Zuschlag gekriegt hat. Aber ich weiß, wie die Range war und ich weiß, ich war
einfach zu weit entfernt. Das ist auch was, was man sagen darf, da tut man keinen Datenschutz mit verletzen, ist wirklich okay. Deswegen bitte, mein Appell an die Beschaffungsstelle ist, seien Sie möglichst konkret im Debriefing und erlauben Sie auch den Vergleich. Denn wir haben eigentlich ein gemeinsames Ziel und das ist die Qualität der Angebote zu verbessern und dass wir am Ende happy sind, dass ich den Zuschlag bekomme, beziehungsweise die, die es am besten gemacht haben und dass die Beschaffungsstelle auch den bekommt, der nicht nur preislich das beste Angebot eingereicht hat, sondern der im Gesamten das beste Angebot eingereicht hat. In dem Sinne bin ich zu Ende mit meinem Vortrag und bereit für Ihre Fragen. Vielen Dank, Clarissa Fuhrt. Spannend, das mal von der anderen Seite zu sehen. Vielen Dank zunächst einmal für diese wichtigen Inputs. Wer hat Fragen? Mein Name ist Daniel Henny, PTI Schweiz. Ich habe mehr ein Feedback, ein bisschen aus meiner Erfahrung oder aus einer guten Erinnerung. Die Anbieter versuchen immer ein konkretes Negativum aus uns herauszulocken. Und das gibt's immer wieder, aber es gibt auch Situationen, wo wir einfach gute Angebote haben und wir müssen eine Wahl treffen zwischen diesen Angeboten, oder? Und es gab eine Situation in einem Zuschlagskriterium, da hat das Team hin und her diskutiert und am Schluss haben wir einfach eine Abstimmung gemacht, wer ist besser, wo ist das Bauchgefühl besser? Und das haben wir dann so auch aufgeschrieben, dokumentiert, transparent dargelegt und der Anbieter konnte das nicht verstehen. Er wollte wissen, wo waren wir schlecht? Und wir haben gesagt, ihr wart nicht schlecht, aber der andere ist besser. Also das gibt's auch, diese Situation. Und dafür möchte ich einfach auch ein bisschen um Verständnis werben. Vielen Dank, auch wenn ich als Jurist mit dem Begriff Bauchgefühl manchmal etwas Bauchschmerzen habe. So Situationen gibt es auf jeden Fall. Wurden Sie bei einem Debriefing auch schon gefragt, was die Vergabestelle hätte besser machen können? Ja, das werden wir immer wieder gefragt und ich habe auch jedes Mal ein Feedback parat. Und zwar auch, ich sage erst, was positiv gelaufen ist, weil das gibt es auch wirklich oft in Ausschreibungen. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, was besser hätte laufen können. Aber ich finde das gut, wenn die Vergabestelle die Frage stellt und bin auch immer gerne bereit, Feedback zu geben. Eine kurze Rückfrage zur vorherigen Kommentar. Also mit dem Bauchgefühl muss ich sagen, ich habe großes Verständnis, dass Sie in einer schweren Situation sind, bei 30 Angeboten zu entscheiden, welches war besser, welches war schlechter. Dafür gibt es ja Bewertungskriterien, die Sie in den meisten Fällen offenlegen. Und wenn Sie anhand dieser Bewertungskriterien nicht entscheiden können, sondern abstimmen müssen in einem Plenum, was den Leuten besser gefallen hat, dann muss ich sagen, das ist genau der Grund, weshalb wir uns als Dienstleister über die Debriefings beschweren. Weil das darf nicht sein bei der öffentlichen Beschaffung. Das dürfen Sie privatrechtlich machen, aber in einer öffentlichen Beschaffung dürfte das nicht vorkommen. Sonst sind die Kriterien falsch gewählt. Wir lassen das mal so stehen. Gibt es weitere Fragen an Frau Fuhrt? Adriano Moser, Geschäftsführer sima.ch. Ich möchte ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen, also ich kann das Ihre Aussage unterstützen. Es ist tatsächlich so, wenn man mit den Anbietern, mit den Auftragnehmern spricht, offen spricht, bekommt man auch ein gutes Feedback. Und sie sind auch dankbar dafür. Das ist meine Erfahrung und es lohnt sich. Und ich denke auch, dass man so auch Einsprachen verhindern kann. Definitiv. Also wir hatten schon öfters mal das Gefühl, hier wäre vielleicht eine Einsprache angebracht. Aber am Ende, ja, wenn ich dann eine logische Begründung dafür bekomme, dann lässt man in der Regel davon ab, weil das ist ein Prozess, der kostet sehr viel Zeit, Geld und Nerven.
Auch noch eine Frage, und zwar mich interessieren, wie frustrierend das ist, dass es am Ende doch nur um den Preis geht. Man hat alles super gemacht, oder? Aber dann war man zu teuer. Und man hört ja immer, es geht immer weniger um den Preis eigentlich, aber de facto ist das ja nicht so, oder? Man ist dann einfach zu teuer gewesen und versteckt das Gefahr, dass man dann zu tief reingeht auch, um den Auftrag unbedingt zu erhalten. Definitiv. Also ich habe es vorhin gesagt, die meisten Ausschreibungen verlieren wir persönlich wegen dem Preis. Aber es gibt auch Grenzen. Ich meine, wir müssen Geld verdienen als Adnovum. Ich kann mir kein Projekt kaufen und das machen wir auch nicht. Wichtig für mich ist einfach, Kriterien hinzuzuziehen, die doch noch eine bisschen bessere Bewertung zulassen. Nehmen Sie sich die Zeit und führen eine Präsentation durch. Denn wenn jemand vor Ihnen steht und über das referiert, was später gemacht werden soll, kann man einen ganz anderen Eindruck gewinnen. Und da bin ich auch wieder beim Bauchgefühl. Das ist bei einer Präsentation, da habe ich ein Gefühl für den anderen. Und da kann ich auch den Auftritt bewerten. Und wenn man solche Kriterien hinzuzieht, komme ich weg vom Preis. Aber es wird leider zu wenig gemacht.